Denn tautologischerweise soll dasjenige, was der Drittveränderung dient, der Lebenserhaltung und der Lebensneuauffrischung dient, nämlich die Liebe in ihrer Verwirklichung, in ihren Passagen, als die ultimative, als die letztgültige Bedeutung und der Sinn des Lebens, als dessen Anfangs- und Schlussglied erscheinen. Denn sonst würde diese aufgeklaffte Funktion eines sich selbst Erschauenden ja gar nicht geschlossen und gekittet werden können, wenn es dann nicht dieses Besänftigungspflaster der wohligen Wonne, des Wohlwollens, des Glückseligens drüber klebte, als Erleichterung über die aufgerissene Wunde, deren Ersichtlichmachung ja ein Unfall darstellte, einen Zufallsnebenbefund, der notwendig wurde zur Strategie, Vorhersageplanung bei jenen hilflosen Wesen, bei denen alles schief geht, von der Vorzeitigkeit der Geburt bis zur Aufzuchtsdauer, bis zur Anhänglichkeitsablösung und dem ganzen Klabams, Klabims, Klabauteramann.